Hallo Sympathisanten des fauligen Gewebes, ich bin Tobi und Dying Light gefällt mir zwar ziemlich gut, hat aber doch noch so einiges, was mich stört. Hier sind drei Dinge, die in Haran nicht so optimal laufen. Sie von selbst, aber lass dich nicht im Freien erwischen. Klonzombies. In Haran schlurfen eine ganze Menge Untote herum, was ja grundsätzlich erstmal nicht schlecht ist. Das Problem ist aber, dass die alle irgendwie aus einem Zombie-Klonlabor entkommen sein müssen. Es gibt gefühlt maximal drei Charaktermodelle der modrigen Gestalten, die sich immer und immer wiederholen, bis man sich satt gesehen hat. Das stört mich persönlich ziemlich stark und versetzt der prinzipiell recht intensiven Atmosphäre doch eine kleine Delle. Klar, es gibt dann noch die Spezialzombies, also zum Beispiel die Riesenviecher, die einen gigantischen Hammer hinter sich herziehen, oder die Mistdinger, die mich anspucken. Die tauchen mir aber insgesamt viel zu wenig auf. Kampfsystem. Prinzipiell funktionieren Kämpfe in Dying Light ordentlich, aber so richtig wohl fühle ich mich bei den Auseinandersetzungen trotzdem nicht. Wenn ich Zombies im Nahkampf verdresche, kommt mir der angerichtete Schaden irgendwie extrem willkürlich vor, einen kritischen Treffer, der die Viecher sofort killt, gerät dabei meistens zur Glückssache. Und sobald es dann gegen menschliche, nicht untote Gegner geht, artet das Ganze in einem wilden Gedresche aus, bei dem ich hoffe, möglichst schnell ein Ende zu machen. Ausweichen und Kontern funktioniert nämlich eher mäßig, außerdem fehlt mir persönlich eine praktische Lock-on-Funktion. Und eins frage ich mich immer wieder, wie kann ich nach 5-mal Schraubenschlüssel schwingen eigentlich schon aus der Puste sein? Bin ich nicht ein durchtrainierter Geheimagent? Waffenverschleiß. Ja, dass die Waffen kaputt gehen können, trägt zwar zur Atmosphäre bei, aber verdammt nochmal, es nervt mich trotzdem. Teilweise muss ich in einem Kampf 4-mal das Schlagobjekt wechseln, weil die Teile nichts aushalten. Gerade anfangs sind die Haltbarkeitswerte eine Katastrophe. Und klar, es gibt zwar die Möglichkeit, die Waffen zu verbessern und sogar unterwegs zu reparieren, das schützt sie aber trotzdem nicht davor, komplett kaputt zu gehen und unbenutzbar zu werden. Da frage ich mich doch, warum ich wertvolle Upgrades auf eine Waffe anwende, die dann eine halbe Stunde später kompletter Schrott ist. Da fehlt mir in Dying Light insgesamt einfach die Bindung zu meinen Waffen.